Jessica, wo bist du? Okay. Das ist also die Jessica Sachs, von der ich so viel gelesen habe. Sie war von 1984 bis zum Brand 1994 Direktorin. Sie sieht so jung aus. Oh! Ich hab... Oh Gott, ich hab ein Vieh. Ich dachte gerade... Oh Gott. Ich hab... Oh Gott. Fresse. Ich hab... Da krabbelt so ein... Ich glaube, das war... Weiß ich nicht, was das war. Da krabbelt gerade genauso hier so lang so ein Vieh. Und ich war gerade überlegen, ist das jetzt ein Spiel oder ist das jetzt real? Und das war gerade... Okay, es ist aber weg. Es ist fort. So. Ja. Puzzeln. Wenn ich was kann, dann ist es Puzzeln. Könnte da, glaube ich, bleiben. Dann haben wir hier das in dieser Ecke. Dann haben wir hier das hier. Na? Immer mit den Rändern anfangen. Immer mit den Rändern anfangen, ihr Lieben. Mein Kleinkinas. Von innen. Von außen nach innen. Genau so wird das funktionieren. Das ist der Profi-Trick. Warte mal, das passt jetzt so. Das passt. Das war's besser. So, habe ich jetzt das hier, aber hier was, ne? So, dann haben wir hier was, ne? Nein, 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 nein. Wir fangen mit den Rändern an. Wir fangen mit den Rändern an. Dix. So. Wir fangen mit den. Huch! Habe ich hier wieder irgendwas? Nein. Oh Gott. Mann. Mein. Das ist nicht richtig. Na, das ist. Warte mal, das ist hier nicht so richtig. Das muss hier anders vonstatten gehen. Hier, das ist nämlich eine Lampe. Hier, das ist nämlich ein gar nichts, ne? So, wir haben die Ränder fertig, ne? Jetzt haben wir die Ränder fertig. Und jetzt machen wir weiter. Guck mal, hier haben wir den Arzt, ne? Der macht ein paar Strichmännchen. Hier haben wir wahrscheinlich hier irgend so einen Pool, ne? Das kommt wahrscheinlich hier irgendwo hin. Ne? Das wissen wir nicht genau, ne? Aber wir machen jetzt mal weiter. Hier haben wir so einen komischen Typen. Den machen wir hier hin. Weil wir sehen hier also ein bisschen Kopf. Dann machen wir das hier so rein. Ne? Und hier haben wir den Zahnarzt. Der ist hier gerade irgendwas am Bohren. Oder auch nicht. Ne? Das ist okay, das ist was anderes. Auf jeden Fall machen wir jetzt ein bisschen so. So, so, so. Jawoll. So, jetzt haben wir hier, ne? Eine Frage. Fehlt ein Teil? Fehlen vielleicht zwei Teile? Warte mal. Oh, ich finde besser die fehlenden Teile, bevor ich versuche, das hier zusammenzubauen. Ja, weißt du was? Figarino. Camparino. Kennst du die Bonbons Campino? Ich glaube, die heißen Campino. Boah, saugeil. Vermisse ich hier irgendwie. Ich habe Kleber. Ich denke, das ist ein Negatoskop. Das ist ein Negatoskop. Nützlich zu betrachten von Röntgenaufnahmen. Oh, Schamanala. Was für eine kustige Statue. Es erinnert mich an die Zeichnungen, die ich unter unserem alten Haus gesehen habe. Mhm. Oh, stimmt ja. Alex. Der tolle Alex. Er war der Experte in Sachen Technik in der Anstalt. Etwas nerdig vielleicht, aber er schien definitiv kein schlechter Mensch zu sein. Er war in Emma, die Sekretärin, verliebt und er war mit Jack befreundet. Warum sollte Jack ihn dann töten? Alex half Jack, die Aufnahmen zu finden. Sie waren beide an etwas dran und dann... Sie beiden hörten sie. Jack schrieb, dass sie ihn dazu gezwungen hat. Was flüsterte Alex? Was flüsterte sie Alex zu? Okay. Ja, ich habe gerade alles verstanden, was ich gesagt habe. Wir gucken erstmal hier. Sieht aus wie eine Art Sicherheitsscan. Wie am Flughafen. Es ist definitiv die gleiche Kiste, aber die Statue sieht ja, die sieht sehr anders aus. Sie sieht ein bisschen böse aus. Okay.
Eine Tür am Ende eines solchen Korridors ist sicherlich wichtig. Wichtig und richtig. Okay. Ob schick oder nicht, diese Schloss erfordert immer noch eine Kombination. Gut, da bin ich zu früh dran. Ja. Oh, Gewichter. Ja, Gewichter. Oh, guck mal. Hier ist ein Standfuß, Fuß, die Fuß. Okay, Gewichter. Lege die Organe auf die Sockel, die ihrem Gewicht entsprechen. Okay, wir haben hier ein Gehirn. Wir haben hier... Das ist doch kein Organ. Wir haben hier auf jeden Fall Lunge. Und hier ist... Ja. Woher weiß ich, wie viel das ist? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich denke so gut davon. Okay. Was? Oh, so geht's. Cool. Okay. Kann man wieder zurück rudern? Auch eine Hand? Warte mal. Die Organe. Eine Hand ist kein. Ist Hand Organ? Nehmen wir auf jeden Fall die Lunge. Die Lunge, die ballert. Sag mal, kannst du das nicht selber wieder zurückmachen? Dass ich das machen muss. Das Gehirn. Ballert auf, Bro. Bro, was ist das? Ich fühle mich auch irgendwie jugendlicher, als ich eigentlich bin, ne? Nö. Nö. Dude. Okay, warte mal. Geh mal. Mach mal die Hand. Gar nichts passiert, ne? Wow. Hä? Oh, oh Gott. Ich hab mich verklickert. Aber du kannst mir nicht erzählen, also wahrscheinlich kannst du das doch, aber du kannst mir nicht erzählen, dass ein so ein Dickschädel hier, dass der auch da ein Organ ist. Hey, Gehirn! Ja. Ich hab
Ich wechsle mal die Seite. Okay. Das ist schon zu viel, ne? Oh, Gottes Willen. So, also. Ja. Ich nehme die Hand. Weil die kommt vielleicht eher an den Ockern ran als. Oder auch nicht. Ich weiß es ja nicht. Ich mache übrigens nur auf gut Glück, weil ich verstehe es gerade irgendwie gar nicht. Also und ja. Wahrscheinlich hat es hier was mit den Zahlen zu tun, aber ich weiß nicht, wie das gemacht werden soll. Da sind 300. Ich weiß nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ba. Der Schädel ist das sogar? Alright, alright. Ja, okay. Wenn man es erstmal so sieht, der Schädel ist im Körper. Im Körper sind Organe. Vielleicht kann man das so, so sich das erklären. Gut, cool. Ein Steinauge. Okay, haben wir hier sonst noch etwas? Ja, okay, nichts Interessantes. Gut. Gehen wir wieder hier rein. Ach jo. Ja, da, do. Do, do. Versetze die Schieber, um das Wandbild zu vervollständigen. Hä? Schön, soll ich jetzt raten, was ist? Ah, ich kann es sogar überlagern, ne? Ah, cool. Ich kann es tatsächlich überlagern. Okay. Das war Zufall. Hä? Ich weiß nicht, wo das hingehört. Das sieht da eigentlich auch vollkommen fehl am Platz aus. Das wird so wahrscheinlich, hat die wahrscheinlich in der Hand, ne? Ja. Sieht auch komisch aus irgendwie.
Ja, der gehört dahin. Die gehört dahin. Nee, die gehört da nicht hin. Was rede ich? Die gehört dahin. So. Ja, die Wolke. Oh! Ich wusste noch nicht mal, ob ich das Richtige gewählt habe. Ich habe nur geraten, ne? So. Ich glaube, jetzt haben wir das für das draußen da, ne? Jetzt haben wir das da. Für hier, ne? Für unsere weinenden Jungfrau. Ja. Ich kann sehen. Ah. Gibt alles so viel Sinn. Guck mal. Scheiße, ich hatte Kleber. Ich hätte das eine doch machen können, oder nicht? Ja, wahrscheinlich nicht. Okay. Zu wem? Zu dir? Oder zu dir? Okay. What the fuck? Ich habe mich jetzt eigentlich ein bisschen so zurückgelehnt und zurückgehalten und sowas, weil ich jetzt eigentlich dachte, es kommt ein Jumpscare. Mutter! Warum hängt das Foto meiner Mutter in einem verlassenen Gebäude? Jemand hat eindeutig Hinweis hinterlassen. Dinge für mich? Warum? Warum nicht einfach mit mir reden? Ja, keine Ahnung, ne? Reden tut man heutzutage sowas von gar nicht mehr. Das ist doch scheiße. So. Christopher Smith, 1994, nur ein Datum, der ist Direktor von Dog Falls. Aha, du kleiner Schlawiner, du. So. Oh Gott. Jetzt bin ich sicher, ich muss wieder... Oh. Bis meine Mutter hing hier. Wurde es für mich hier gelassen? Keine Ahnung, guck mal, ich was hier hab. Oh mein Gott, es fällt hin. Was? Oh, ich habe einen Propellerventilator. Das geht mit der Hand alles. Willst du mich eigentlich veräppeln? Oh Gott, ich muss mich mal anders umsetzen wieder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mein Hintern ist platt gesetzt. Das Ding ist, dieser Stuhl hat noch nicht mal Polsterung. Ich sitze auf ein Sofakissen. Lieber Christopher, ich vermute, dass du dich inzwischen eingelebt und die gesamte Ausrüstung installiert hast. Als ich dich als Ersatz für Jessica empfohlen habe, hatte ich keinen Zweifel, dass du Erfolg haben wirst. Ich gebe diesem Unternehmen reichlich Mittel. Aber das Timing ist unerlässlich, wie du verstehen solltest. Bitte halte dich an den Zeitplan. What? Also half lau, Dios Christopher, der Leiter der Anstalt zu werden. Dann war er nicht nur zu unserer Familie nett. Warum sollte er in einer psychiatrischen Klinik investieren? Dann wieder, warum bauen wir unser Haus über einen alten Friedhof? Danke, dass du es nochmal erwähnst. Warum? Warum? Das hatten wir in Teil 1. Warum ist das so? Danke, dass du es nochmal erwähnst. Das darf nicht vergessen werden. Wir haben irgendwie Casinos über Indianerfriedhöfen haben wir durchgespielt. Wir haben unser Haus auf dem Friedhof gebaut. Auf seinen. Sorry. Guck mal, ich habe da was. Eine Kurbel. Ein Teddybär. Ich habe da sowas. Und dann habe ich hier wieder etwas, wofür ich den Schlüssel brauche.
Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Was machen wir mit dem Teddybär? Hm. Ein Plüschtier hinter einer Stalltür? Das ist unerwartet. Wollen wir ihn reparieren oder wollen wir ihn töten? Okay. Es wird etwas anderes versuchen. Ja, was soll's? Okay, warte, warte, warte. Hier, guck mal. Ach, der sehe dann aus wie so ein richtiger Krieger. Abgeschlossen. Oh Wunder. Oh Wunder der Abgeschlossenheit. So. Ich habe hier noch irgendetwas, muss ich hier noch tun. Aber ja, das hier wahrscheinlich. Aber das hier ist irgendwie. Achso, ich wollte ihn ja schon töten. Ne? Metalllineal? Ich habe Insel gerade kurz gelesen. Die Metallinsel. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Achso, ich habe hier so ein Ding, ne? Guck mal, das ist ein Flugzeug. Ja, ne? Ja. Yeah. Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich sonst machen soll. Wie ist das noch was? Ne, hier habe ich alles. Das Einzige, was ich noch machen kann, ist hier irgendwas, ne? Oh mein Gott, da ist ein fettes Buch. Unglaublich. Emma stürmte herein und erzählte mir, dass sie und der Stab glauben, dass die Statue lebendig ist. Gebildete Menschen, medizinisches Fachpersonal, lebend. Anscheinend sah sie die Grenzsicherheitsscans, die mit der Statue geliefert wurden. Und die Hände waren in anderen Positionen. Idioten. Okay, ich habe alle im Gewächshaus versammelt und ihnen gezeigt, dass die Arme beweglich sind. Müssen sich während des Transports bewegt haben. Den Kopf konnte ich jedoch nicht bewegen. Jetzt muss ich alles gern zurückbekommen, bevor Laudius es herausfindet. Beweglich. Super. Gut, ich weiß, was ich hiermit zu tun habe. Was war das da? Wow. Viel zu lang. Hätten wir doch mal einen Rotorblatt mit kurzem. Naja, hätten wir mal. Schneid es. Töte es. Ach. So, gucke mal. Das da. Oh, das da. So. Gut. Dann haben wir das da. Ich glaube nicht, dass du hierzu gehörst. Ich glaube aber auch nicht, dass du hierzu gehörst. Doch, hier, du gehörst hierzu. Du bist das Flugzeug. Leite das Flugzeug durch das Labyrinth, um das Bild aufzudecken. Guck mal. Hä? Ui. Nee. Oh, zu hoch. Nee, zu. Ah, oh, nee. Ich muss ich überall mal ran. Okay. Ja, so weit habe ich nämlich jetzt nicht gedacht. Okay. Ja. Okay. Ich war doof. Umgeklappt, dann wieder aufgeklappt. So. Das Ding ist, eigentlich müsste das jetzt aufgeklappt sein. Scheiße, kann ich es nochmal resetten?
Okay, cool. Ich hab einen Hammer. Das ist ja der Hammer, ey. So. Okay. Ich hab eine Kurbel für das Kurbelding. Ja. Cool. Okay, ich weiß, wofür ich das da brauche. Dafür. Diese Maschine wurde zur Erstellung von Planko-Lochkarten verwendet. Oh, geil. Ich hab ein bisschen zu sehr gestört. drücken, wenn bereit. Ziemlich selbst erklären. Ja, muss ich mal anders. Ach. Ah. Ich hab auch einen Stuhl. Ach. Aber zur Erklärung, ich saß eigentlich heute den ganzen Scheiß am PC. Aber ich hatte irgendwie eigentlich, wir haben. Warte mal, wie viel haben wir denn? Wir haben 3.11 Uhr, ne? Eigentlich. Aber ich kann noch nicht schlafen. Ich habe immer so ein bisschen Schläfi, Problemini. Ja. Und da dachte ich mir so, ja, okay, weißt du? Und dann töte ich dich. Warte mal, hä? Thank you.